Ja, herzlich willkommen zu unserer Climate Farm Demo Veranstaltung heute auf dem Betrieb von Familie Kaper. Wir haben diesen Betrieb ausgewählt, weil es ein sehr proaktiver Betrieb ist. Der Betrieb hat sich in der Vergangenheit schon mit der Verbesserung der Effizienz in der Milchproduktion beschäftigt und auch frühzeitig sich mit dem Thema erneuerbare Energien befasst. Und heute stellt der Betrieb vor, wie er in Zukunft mit einer Freiflächen-PV-Anlage auf Moor seine Klimabilanz verbessern wird. Wir bewirtschaften hier am Übergang zwischen Geest, Marsch und Moor einen Futterbaubetrieb mit insgesamt 500 Milchkühen und der weiblichen Nachzucht. Wir produzieren das Grundfutter selber, das heißt den Grünschnitt und Mais, teilweise Kraftfutter in Form von Getreide und auch von Ackerfrüchten wie zum Beispiel Ackerbohnen. Wir ziehen die Kälber für die eigene Nachzucht selber auf. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Energieproduktion schon seit langer Zeit und haben auch schon ganz früh angefangen, Photovoltaikanlagen auf den Dächern zu bauen. Und dann 2015 haben wir uns entschieden, eine Biogasanlage zu bauen auf Basis von Gülle und jetzt auch Mist. Und das hat uns gut gefallen, dass wir gleich noch eine zweite Biogasanlage gebaut haben und den passenden Stall dazu, sodass wir jetzt eben die vielen Kühe auch melken und die gesamte Gülle energetisch verwerten. Ja, es gibt hier bei uns in der Region sehr viele Moorflächen, die landwirtschaftlich gesehen vergleichsweise geringe Erträge liefern. Und diese Moorböden sind grundsätzlich natürlich gut geeignet für Freiflächen-Photovoltaik. Und wir haben das Konzept jetzt so entwickelt, dass wir die Flächen wieder vernässen und darauf Photovoltaik bauen. Da ist jetzt in Kürze der Baustart und wir planen eigentlich mit der Anlage nächstes Jahr ins Netz zu gehen. Die Herausforderung auf den Moorböden ist zum einen, dass man natürlich in den Moorböden einen sehr weichen Untergrund vorfindet und auch überhaupt erstmal eine Möglichkeit finden muss, wie kann ich die PV-Anlage auf dem Moorboden verankern. Und das Zweite, was eben dann auch erforderlich ist, ich muss ein Konzept entwickeln für die Vernässung des Moorbodens, um den Kohlenstoff, der im Moor gespeichert ist, der bei trockenen Moorböden in die Atmosphäre entweicht, um den auch langfristig zu speichern. Wir haben Glück, wir können die Flächen gut isolieren vom Umfeld, wir können den Wasserstand regulieren und wir haben unter dem Moorboden überwiegend Tonschichten, sodass das Wasser auch in dem Moorboden selbst gehalten werden kann. Unsere Freiflächen-Photovoltaikanlage auf Moorboden ist die erste in Niedersachsen, die auf wiedervernässtem Moorboden gebaut wird. Und da sind wir auch echt gespannt auf die Ergebnisse. Ja, wir haben ja vor circa einem Jahr die Klimabilanzierung für unseren Betrieb durchgeführt mit Hilfe des Grünlandzentrums und haben den CO2-Fußabdruck vor allen Dingen für die Milch ermittelt auf unserem Betrieb. Und das hat mich vor allen Dingen deswegen interessiert, weil wir hier bei uns ja die Milchproduktion auch sehr stark ausgeweitet haben. Die Tiere auch mit Hinblick auf Leistung und auch auf Lebensleistung letztendlich auch versuchen zu entwickeln und haben auch die Milchleistung gesteigert und auch die Lebenstageleistung bei den Tieren sehr stark gesteigert. Und da hat es mich einfach interessiert, wo stehen wir denn nun? Und uns hat eigentlich die Klimabilanzierung gezeigt, dass wir uns in der Mitte bewegen, dass wir aber noch wirklich auch Potenziale haben, dass wir das weiterentwickeln. Da zählt der Energiebereich dazu, da zählt der Futterbereich dazu, da zählt auch die Grundfuttereffizienz dazu. Also wir haben noch viele Stellschrauben, an denen wir auch weiterarbeiten wollen und wo wir denken, das bringt dann nicht nur Vorteile mit Blick auf CO2, sondern auch ökonomische Vorteile. Ja, ich denke, dass uns die Informationen über unsere CO2-Effizienz in der Produktion auch im Betrieb weiterbringen, weil wir am Ende des Tages um die Diskussion nicht drum herum kommen. Und es ist besser, wir gestalten die Diskussion mit und können auch am eigenen Betrieb die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, bevor wir getrieben werden und am Ende sogar in Frage stellen müssen, was und wie wir produzieren. So haben wir die Möglichkeit, selber an der CO2-Effizienz arbeiten und wir können die Diskussion aktiv gestalten. Mir hat besonders gut gefallen, dass man jetzt mal so einen Einblick bekommen hat, wie Photovoltaik, jetzt auch PV-Anlagen da auf Moorflächen, wie man sowas angehen kann. Zudem erneuerbare Energien, Photovoltaik auf dem Dach und Biogasanlagen, was da alles für Möglichkeiten sind und wie man es dann auch vielleicht auch mal selber zu Hause auch gestalten könnte.
Für mich als Lehrerin in der Berufs- und Fachschule war das ganz interessant, an den Veranstaltungen teilzunehmen, auch mit meinen Schülern, weil natürlich die gesellschaftlichen Anforderungen sich verändern und auch die Anforderungen an die Landwirte. Ja, und mit Climate Farm Demo haben wir natürlich auch direkt vor der Haustür die Möglichkeit gehabt, unsere Berufskollegen zu besuchen, die dort vorausschauend handeln. Und diesen Ideenreichtum, den wollen wir unseren Schülern natürlich auch gerne präsentieren.